Hallo, hallo, ich grüße euch ganz herzlich hier wieder bei Cosmic Matrix und es gibt hier ein Reading für eine Klientin, die selber ein Medium ist und die Fragestellung dazu hat, wie sie als Medium der neuen Zeit noch besser ihrer Aufgabe nachkommen kann und auch die Arbeit mit den Kindern, mit den neuen Kindern und mit den inneren Kindern. Alles ihre Begabung mit einfließen lassen kann, was die geistige Welt da an Unterstützung für sie bereithält. Und du kannst natürlich jetzt auch reinspüren, ob du auch praktisch da Resonanz hast. Ich weiß, dass ja hier sehr viele medial sind und auch in dem Bereich schon arbeiten. Vielleicht kann der ein oder andere sich hier auch wiederfinden drin. Und von daher kannst du gespannt sein und mit reinschnuppern. Und ansonsten ist das Video natürlich für diese Dame. Was will ich noch vorab sagen? Ja, also es gab einige Jahre der starken Transformation und Herausforderungen und wir gucken einfach, was jetzt die geistige Welt an Infos gibt. Ich lade dich ein, wieder mal dich anzubinden, dich bei dir selber einzufinden, mit dir zu verbinden. Es war ganz lustig. Ich dachte gerade, ich habe alle Karten hier liegen. Dann fiel meine Dose mit dem Pomander beim Wegstellen um und der Pomander von Jesus fiel raus, den ich habe. Und dann dachte ich so, brauchen wir noch Jesuskarten? Dann habe ich sie geholt und mein Pendel hat gesagt, ja, wir brauchen natürlich noch eine Botschaft von Jesus. Die habe ich jetzt hier an der Seite, die werde ich euch dann noch draufziehen. Also dir noch legen, draufziehen. Genau, also das sollte noch mit rein. Daher sind mir die ganzen Pomander darunter gefallen und der hat mich so angelacht. Genau. Dann habe ich mich auch natürlich eingestimmt und meditiert und bin selber sehr gespannt, was die geistige Welt bereithält hier für dich. Wenn du magst, dann schließ deine Augen für einen Moment. Nutz auch das wieder für dich, um anzukommen, um dich zu spüren. Schließ gern die Augen, spür deine Sitzunterlage, lass dich noch etwas mehr einsinken und tragen. Dein Atem darf tief und ruhig fließen. Verbind dich ganz fest mit Mutter Erde, ihrer Wurzeln oder wie du auch immer das tust. Ja, und dann lad natürlich auch dein inneres Kind ein, mit hier zu sein. Und nach oben zum Himmel binde dich an, richte dich klar aus. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand aufs Herz und eine Hand auf deinen Bauch legen. Nimm doch einmal drei frische, tiefe Atemzüge, die dich jetzt einfach so wohlig mit neuer Energie versorgen. Atme tief ein und aus. Wiederhole das für dich noch zweimal. Ja, und dann lasse ich dir hier an der Stelle Raum, die Qualitäten einzuladen, die du in deinem Leben als Medium noch viel mehr leben möchtest, was du dir wünschst. Und ich werde diesmal einfach nichts vorgeben und spür einfach für dich rein, was brauchst du für diesen neuen Weg? Und welche Farben kommen dir? Du bist ja medial. Und ich bin mir sicher, dass du einfach die Informationen erhältst. Spür mal für dich hinein, was der erste Atemzug für dich sein darf, welche Qualität er hat, welche unterstützende Eigenschaft und welche Farbe. Und wenn du das wahrnimmst, dann nehme diesen Atemzug ganz tief durch die Nase, atme tief ein. Halt die Luft an und drin. Lass es sich ausbreiten. Dann atme alles aus, was jetzt gehen darf. Und dann spür mal,
Was ist die zweite Qualität, die du noch viel mehr leben möchtest? Welche Kraft möchtest du einladen für dein Leben? Welche Farbe hat diese Energie? Und wenn du das hast, dann atme auch hier einmal ganz tief durch die Nase diese Farbe und diese Qualität ein. Halt die Luft in dir. Und dann atme alles aus, was jetzt gehen darf. Und dann spür nochmal nach, was der dritte Atemzug für dich sein darf. Was möchtest du noch mehr einladen in dein Leben? Welche Farbe hat diese Qualität? Und wenn du das für dich hast, dann atme hier auch einmal ganz tief diese Qualität und die Farbe ein. Halt die Luft an und drin. Lass es sich ausbreiten und dann atme alles aus, was jetzt gehen darf. Wunderbar. Ja, lass gern deine Augen geschlossen und ruf jetzt hier deine persönlichen Geistführer, Engel, Krafttiere nahe, die bei dir wichtig sind. Vielleicht ist es Jesus, vielleicht noch andere lichtvolle Personen oder Wesen. Ruf sie nahe. Bitte um Führung, um ja, Liebe, Kraft. Und ich werde einmal die Klangschale anschlagen. Du darfst dich nur mit Liebe fluten, wohlfühlen, um Informationen bitten, die du noch erhältst während des Readings aus deiner inneren Anbindung. Und ich werde mal die Klangschale berühren. Lass deinen Atem sanft weiterfließen in der Zeit. Und spür die Liebe deiner Engel. Und dann atme noch einmal sanft ein und aus. Öffne gerne deine Augen. Fühl dich wohl. Und dann fangen wir mal mit dem Reading an. Ich hoffe, dass du alles gut sehen kannst. Ich habe hier eine Menge Karten. Ich halte sie, die an der Seite liegen, auf jeden Fall in die Kamera. Ich habe jetzt hier eine Neunerlegung aufgebaut, mit der werde ich mal anfangen. Und da haben wir zwei Karten dabei. Immer, ich drehe mal Position für Position um. Und wir haben einmal die indischen Götter und Erzengel Gabriel dabei. Hier haben wir einmal, dass das Gesetz der Anziehung natürlich gilt, dass du da schon drüber Bescheid weißt, dass das auch wahrscheinlich in der Vergangenheit bei dir sich mehrfach ausgewirkt hat. Du hast ja gesagt, du hast dich stark gereinigt und hattest einige schwere Jahre hinter dir. Und inzwischen ist dir schon klar, dass positives Denken und Affirmieren und die Schwingung einfach wirklich diese Dinge in dein Leben zieht, die du haben möchtest. Und es ist wichtig, positiv zu bleiben. Die indischen Götter sagen dazu noch, da kommt die Karte Wahrheit. Ich sehe hinter die Dinge. Du hast viel durchdrungen, du wurdest auch vom Leben jetzt ganz schön durchgebeutelt und hast ja auch gesagt, mein eigener Prozess hat mich natürlich auch noch mal geschult und du durftest viel sehen, du löst Karma auf, du arbeitest an früheren Leben und das heißt das ja hier auch. Hier siehst du, dieser Gott hat so viele Gesichter und er kann überall hinschauen zugleich und alles sehen, alles wahrnehmen. Und hier unten an der Seite, es sieht schon aus wie Kampf und in dem Moment, wo die Wahrheit wirkt und du alles sehen kannst, hast du auch Kraft. Also die Wahrheit zu sehen ist gut. Und die Illusionen natürlich wegfallen zu lassen. Und du kannst natürlich zwischen die Welten schauen als Medium, hinter die Dinge schauen. Das ist auch eine deiner Gaben. Und das hast du auch die letzte Zeit viel gemacht. Für mich ist das hier schon so eine Vergangenheitskarte oben links, ja?
Und das positive Denken, weißt du, wie wichtig das ist. Und dann haben wir hier in der Mitte eine Karte. Das ist mehr so das Jetzt. Da haben wir die Karte Wohlstand. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Also du bist mit unglaublichen Gaben, mit Fülle gesegnet. Du erkennst es auch immer mehr, was das für ein Geschenk ist, diese Gaben zu haben. Und die Engel wollen dir hier sagen, dass praktisch diese ganzen Samen, die du schon gesät hast, dadurch, dass du jetzt positiver bist, dass das wirklich Früchte trägt, dass sich das im Außen zeigen wird. Du siehst ja hier, die Engelchen schmeißen die Geschenke aus dem Himmel runter. Und ja, und auch wenn du sagst, es darf jetzt noch mehr werden mit Klienten oder du bist auf dem guten Weg, du wurdest jetzt sozusagen die letzten Jahre geschult und der Samen wird aufgehen, habe da Vertrauen. Die Inder sagen zu dir, Freiheit ist unterwegs, ja, du hast dich von vielen Dingen befreit und viele Dinge losgelassen an Glaubenssätzen, auch an schweren Energien spüre ich hier. Und die Leichtigkeit ist mehr da und es wird sich für dich viel mehr zeigen und natürlich auch finanzielle Freiheit, wenn du sagst, ich kann das arbeiten, was ich hier am allermeisten liebe. Oder ich lasse mal die Karte oben drauf. Ich kann das arbeiten, was ich am allermeisten liebe. Das ist natürlich das, was sich jeder wünscht, ne? Dass das, und das wird kommen, also wenn du dich immer weiter klar ausrichtest. Dann haben wir, das ist so ein bisschen Richtung Zukunft jetzt hier. Da haben wir einmal die Sensitivity, also das ist schon eine deiner Gaben, so feinfühlig zu sein, so zart die feinen Nuancen zu erspüren. Das ist eine wunderbare Gabe. Natürlich hat sie auch diese Seite, dass man natürlich auch Freude mehr empfindet und auch Leid mehr empfindet, alles intensiver wahrnimmt. Und das ist natürlich genau das, was du für deine mediale Arbeit brauchst, denn deine Gefühle sind ja dein Kompass und deine Wahrnehmung ist sehr, sehr fein geworden inzwischen. Also das sieht doch sehr gut aus und es ist wirklich wichtig für deine Kreativität, diese Gefühle zu haben. Das weißt du aber inzwischen auch. Und hier geht es, dass du sehr, sehr viel vergeben hast und losgelassen hast und dadurch jetzt so zart sein darfst. Das ist hier Vergebung mit Durga. Vergebung macht dich frei und stark. Wir haben jetzt hier schon zweimal Freiheit und viel losgelassen hast du in der Vergangenheit. Du hast ja gesagt, jetzt hat auch die letzte Zeit nochmal, hast du sehr viele Prozesse gemacht, Karma aufgelöst und das ist gut, denn dann kannst du hier in dieser Sensitivität noch viel besser sein und auch alle Gefühle, die geblockt waren bei dir, fließen jetzt. Also da kommt diese Fülle wieder rein. Du hast dich jetzt viel befreit, das ist sehr gut. Das nochmal wie so, ja, nochmal, warum war das jetzt alles gut, was du gemacht hast? Das ist sehr, sehr wichtig gewesen, diese Zeit jetzt. Schauen wir mal hier. Für mich ist das auch mehr so die Herzebene und hier so die Gedankenebene. Schauen wir mal hier, die linke ist so ein bisschen auch mehr die Vergangenheit. Schauen wir mal nach. Da haben wir Agent or Manager. Your work expands its reach as you partner with a professional who can help you. Also vielleicht hast du darüber mal nachgedacht, dass du dich mit jemandem zusammentun möchtest, was das Mediale angeht. Diese Karte sagt, das könnte sogar gut sein. Du hast gesagt, damals hat das keiner so richtig verstanden von der Schwingung und dann lief das nicht so richtig an. Vielleicht ist es hier der Hinweis, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, irgendwie Menschen zu finden, die ähnlich schwingen und vielleicht gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Weiß ich jetzt nicht, ob du da mal ganz alleine unterwegs warst, vielleicht in der heutigen Zeit. Ich weiß, dass viele sich mit anderen zusammentun und sich eine Praxis teilen oder Abende gemeinsam machen. Ich arbeite auch mit einem anderen Medium zusammen, das sehr ähnlich schwingt und doch ist jeder wieder anders. Also vielleicht findest du da jemanden, das finde ich auch einen sehr guten Hinweis, wo es leichter wird, wo man sich auch austauschen kann. Es kommt noch dazu, Rhythmus. Ja, das geht hier auch um Vertrauen. Alles hat seinen Rhythmus. Manchmal wollen wir etwas ganz schnell und es ist halt noch nicht an der Zeit, weil noch gewisse Zwischenschritte fehlen und die uns wieder noch feinfühliger machen. Das hast du ja selber auch schon gesagt. Ich folge dem Rhythmus meines Herzens, heißt es aber auch.
Also zum einen die Erkenntnis, alles geht in einem bestimmten Rhythmus und so wie im Winter es ruhiger ist und man vielleicht mehr Innenschau betreibt, so ist man im Sommer aktiver und ist mehr draußen. Und hier aber auch der Rhythmus, ich folge meinem Herzen, ja, das heißt, dein Herz will dich natürlich, was deine Arbeit hier angeht, deine Seelenarbeit, deine Mediumsarbeit oder mediale Arbeit, möchte, es ist natürlich eins deiner Herzenswünsche, deine Herzensprojekte. Und auch da gibt es Zeiten, wo vielleicht, wo du jetzt hattest, wo sich deine eigene Familie stark transformiert und du gebraucht wirst. Und jetzt kann es nach außen gehen. Jetzt kommt diese Zeit, ja. Also das finde ich einen guten Hinweis. Vielleicht kannst du dich mit jemandem zusammentun. Vielleicht weiß doch schon jemand, vielleicht spielt dir die geistige Welt auch jemand zu. Es gibt ja, wie du gesagt hast, jetzt viele Menschen, die medial unterwegs sind und da wirst du bestimmt jemanden finden, der bei dir in der Nähe ist, wo ihr zusammen was machen könnt. Schauen wir in die Mitte, das ist auch immer so das Hauptthema, um was es hier überhaupt geht. Erzengel Gabri sagt, ja, Editor schreiben, du hast auch gesagt, du möchtest auch gerne was schreiben. Your writing or other creative project benefits from outside help and support. Also auch hier ist der Hinweis, dass Hilfe und Unterstützung gut ist von außen. Also dieser eine Junge schreibt an der Schreibmaschine, der andere steht daneben und die unterhalten sich, wie es jetzt umgebaut werden könnte, der Satz. Vielleicht ziehst du wirklich jemanden an, mit dem du zusammen irgendwie an einer Sache arbeitest, an einem Gedichteband oder am Blog. Und jemand, der nochmal drüber liest oder so, das ist hier nochmal der Hinweis, aber das andere ist auch, du hast gesagt, du möchtest gerne auch wirklich schreiben und es ist eins deiner Wünsche, ja, Menschen vielleicht auch mediale Botschaften zu schreiben, und das liegt hier im Zentrum, es ist sehr spannend, ich schau mal, was noch dazu kommt. Upsila. Ach, das ist ja der Hammer. Das passt ja total. Und zwar haben wir hier die Karte Saraswati Ausdruck. Das ist kreativer Gott, ja, kreative Gottheit. Sei mit Freude kreativ. Also wirklich, mach dich ans Schreiben dran. Die hat jetzt hier zwar eine so eine Art Gitarre, aber diese Karte ist jeglicher Ausdruck. Sei das Tanz, sei das Malen oder Schreiben, alles, wie man kreativ sein kann. Man kann auch kreativ kochen, ja, dass das so total wunderbar schmeckt oder schön aussieht. Also du bekommst von Saraswati die Unterstützung und sie lädt dich natürlich ein, das in diese Welt zu bringen. Ob das jetzt wirklich das Schreiben persönlich mit jemand ist, auf jeden Fall Schreiben steht schon an für dich. Und deins in diese Welt fließen zu lassen. Ganz wichtig, Saraswati, du kannst sie gerne mal googeln, die Göttin Saraswati. Ich habe ja auch einen großen Bezug durch das Yoga zu den ganzen indischen Gottheiten. Ich lese dir, glaube ich, mal von Saraswati was vor. Vielleicht ist das für dich auch wichtig, vielleicht hast auch du einen Bezug zu den indischen Göttern. Schauen wir mal, was Saraswati zu dir sagt. Ich halte sie dir derweil mal rein in die Kamera. Wenn heute Saraswati, die Göttin der Weisheit und der Kunst, mit ihrer feinen Melodie dein Ohr erreicht, inspiriert sie dich, deinem inneren Künstler wieder freien Raum zu geben. Du stehst am Anfang einer produktiven Schaffensphase. Jetzt kann das Unmögliche möglich werden. Lächle amüsiert, wenn die Muse dich wieder küsst und zögere nicht, deine Ideen umzusetzen. Gehe enthusiastisch an dein Werk. Es gilt, dich mit Freude und Lust auszudrücken, gleich welcher Art dein kreativer Ausdruck sein mag. Saraswati hilft dir, dein Innerstes und Bestes auszudrücken. Sie lehrt dich die uralte Sprache des Herzens. Saraswati bringt tiefe Heilung bei allen Kreativblockaden. Sie rückt die Dinge wieder ins rechte Licht und befreit dich von dem Gefühl, in der Falle zu stecken. So verschleuderst du deine Energie nicht mehr, indem du in die Luft gehst und dir selbst Vorwürfe machst. Saraswati ermutigt dich, deine Arbeit wirklich wertzuschätzen. Hier steht auch noch, dass Saraswati die Fließende bedeutet und sie ist eine Flussgöttin. Man sieht ja hier im Hintergrund einen Fluss. Und ja, sie ist die Erweckerin glücklicher Ideen und inspirierter Rede. Also das finde ich auch für ein Medium sehr gut. Inspirierte Rede.
Sie verleiht den Künstlern Eingebung, bringt die Klangwellen zum Fließen, die Tänzer zu anmutigen harmonischen flüssigen Bewegungen. Sie beschützt die Schulkinder, die Studierenden und ziert das Klassenzimmer und viele Bibliotheken in Indien. Ja. Lass dich nicht beirren, folge deinem inneren freien Fluss. Und hier steht noch so, dass du ohne Zorn vorgegebene Konventionen verlassen kannst. Also sie befreit dich, ich lasse mal die hier in der Mitte liegen, sie befreit dich sozusagen, dass du wirklich einfach, das ist das Wichtigste für dich ist, das, was in deinem Herzen ist, auszudrücken. Ich habe jetzt Gänsehaut, das flasht mich jetzt total. Ja, nimm die mit an die Hand. Die Saraswati ist auch für mich wichtig. Die berührt mich jetzt. Nimm sie mit an die Hand und lass dich von ihr sozusagen so beflügeln, dass es dir das Wichtigste ist, das aus deinem Herzen rauszulassen, was da drin ist. Mach das zu deiner größten Aufgabe in diesem Jahr und auch nächstes Jahr. Ja, gib dir ein Commitment, gib dir selber die Hand und sage, ja, mein Herz, ich höre jetzt auf dich, ich drücke das jetzt aus. Ich verstecke das nicht länger. Okay, schauen wir hier. Könnte auch so ein bisschen Richtung Zukunft gehen. Erzengel Gabriel sagt, Detox-Time ist hilfreich, also ein bisschen loslassen, entweder nochmal von Glaubenssätzen oder wirklich so Richtung Darmreinigung, Ernährung umstellen, Heilfasten. Im Frühjahr kann man ja schön so Fastenkuren machen, ein paar Tage. Denn das würde deinem Geist auch helfen, dass noch besser Informationen durchdringen. Vielleicht gehst du einmal zum Heilpraktiker und lässt mal checken oder dir eine Idee machen, wie kann ich noch mehr im Fluss sein oder zu einem Energetiker irgendwie, der heilerisch arbeitet. Also da geht es nochmal um was loszulassen, denn über die körperlichen Dinge lässt du auch geistige Themen los. Loslassen heißt die nächste Karte. Detox-Time und Loslassen steht nochmal an, gerade was im Herzen ist und was mich jetzt natürlich hier anschaut, ist dieses wilde Wasser hier unten. Dieses sprudelige Wasser, also vielleicht bist du denn tatsächlich jemand, der, wenn er sich aufregt, so volle Lotte abgeht und so richtig so eine Leidenschaft in sich hat. Aber diese Leidenschaft wirklich umlenken in deine Kunst, in dein Schreiben oder in die Bilder, was auch immer du tust, lenk es um. Nimm diese Power, die du hast, die dann manchmal in so eine andere Richtung geht und benütze das, um wie wild mit den Farben rumzumanschen oder alles rauszuschreiben oder einen Song zu schreiben, ja? Lass los, das ist nochmal ganz wichtig, Detox-Time, zweimal, loslassen, loslassen. Das ist ja manchmal der Hammer, wie das hier zusammenpasst. Dann schauen wir hier unten, ist so ein bisschen Unterbewusstsein oder was auch noch mit rein spielt. Schauen wir mal hier in die Vergangenheitsebene rein. Share your art with the world. Also du weißt unten drunter, wie wichtig das ist und dass du dir vorgenommen hast, es hier in diese Welt zu bringen. Das weißt du ganz genau und das macht dir auch irgendwo ein bisschen Druck, ja. Und du darfst es ruhig bewusst einladen, dass es jetzt an der Zeit ist zu handeln. Das willst du ja auch, deswegen hast du ja auch das Reading bestellt und du willst ja jetzt loslegen, ja? Also es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass andere an deiner kreativen Arbeit teilhaben können. Denn was du hast, ist eine einzigartige Gabe. Jeder hat sein eigenes, sein ganz eigenes und das hast auch du. Und so bitte verschenk dich an die Welt, denn das weißt du, dass es jetzt ansteht. Dazu kommt noch diese Botschaft, der Weg der Freude, die heilige Familie, ja, und das ist der Weg der Freude. Unten drunter weißt du auch, dass es dich am allerglücklichsten machen wird, wenn du dich tatsächlich zeigst, wenn die Menschen deine Kunst erleben dürfen, wenn du schöne mediale Abende machst, sie einlädst und sie mit ihren Engeln verbindest oder wie du arbeitest halt. Das ist deine Freude. Da lacht dein Herz am allermeisten. Damit machst du dir, deiner Familie, allen ein Geschenk. Und das weißt du ganz genau, unten drunter. Ich weiß nicht, wie bewusst, aber ich glaube, dass es dir schon klar ist. Das wirkt sich mit aus. Schauen wir mal, was unter Saraswati liegt. Ein neues Projekt.
Es kann sein, dass noch eine ganz neue Idee jetzt dir eingegeben wird von Saraswati, wenn du ganz bewusst die Tür öffnest, dann kann sich noch mal eine ganz eine neue Idee einstellen. Ja, wie ein kleines Baby können deine Ideen auch jetzt wachsen. Also oder das, was du beginnst, ist wie ein Baby und du darfst, hier war ja auch dieses, die Samen gehen auf. Wissen hast du schon gesammelt, Ideen hast du schon, Gewerbe ist auch schon angemeldet, ja. Und so wie das Baby garantiert größer wird, so wird auch das wachsen. Also ist auch nochmal Vertrauen in den Prozess und auch die Geduld, wenn es jetzt nicht gleich bis übermorgen einfach geht, dass du weiterhin dran bleibst und dich nicht zurückwerfen lässt. Ein Baby wächst ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das braucht ein paar Jahre und dann kommt es erst in den Kindergarten und dann erst in die Schule und irgendwann ist es erwachsen. Und so wird dein Projekt wachsen. Ja, Schritt für Schritt. Dazu kommt liebevolle Kommunikation, Vamana, ich spreche die Sprache der Liebe. Das ist jetzt etwas im Unterbewusstsein. Ja, das sieht ja hier auch noch aus wie ein Baby, dieser Gott oder dieser Buddha da. Und es geht darum, er steht ja hier auf der Welt und das ist ja hier, glaube ich, der böse Dämon. Und es geht darum, die Sprache der Liebe zu sprechen, auch mit dem, wenn es nicht dir schnell genug geht, liebevoll mit deinen Anteilen zu bleiben. Ich bekomme das als liebevoll mit dir selber reden, Liebe mit der Geduld hauptsächlich. Sei geduldig und mach einfach weiter. Gib dir diese innere Vereinbarung, dass du dranbleibst, egal was passiert. Und rede liebevoll mit deinem Herzensprojekt und mit dir selber. Ganz wichtiger Hinweis, denn vielleicht weißt du genau, was ich meine. Vielleicht redest du manchmal nicht so liebevoll mit dir. Und die Sprache der Liebe, das ist ja auch die Sprache aus der geistigen Welt. Wenn du die immer mehr in diese Welt fließen lässt, dann wirst du dich auch befreien. Das wird dich glücklich machen. Dann schauen wir die letzte Karte an. Die ist immer auch so ein bisschen wie das Ergebnis für mich so, worauf das alles hinausläuft. Erzengel Gabriel sagt, die Dankbarkeit unterstützt dich sehr. Dankbarkeit für das, was gewesen ist, für die harte Schulung der letzten Jahre, die Demut, die Hingabe, das Vertrauen, was du immer wieder lernen musstest, deine Ängste zu überwinden, zu wachsen, den anderen ein Leuchtturm zu sein, auch wenn du vielleicht selber gerade nicht mehr kannst. Du hast ja sehr viel erlebt. Und auch genau dafür dankbar zu sein, denn das war eine große Zeit der Schulung für dich. Die Dankbarkeit wird auch in der Zukunft sehr wichtig sein. Sei dankbar für, ja, wenn du mit Klienten arbeitest, für alle Klienten, die noch kommen werden zum Beispiel, oder für alle, die schon da waren, für jeden, den du eine Beratung geben durftest, wo du eine mediale Botschaft weitergeben durftest. Sei dankbar für alles. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das hilft dir auch geduldig zu sein und demütig zu bleiben, wenn es dir nicht schnell genug geht. Dass du immer siehst, was war gut, wie bin ich wieder weitergekommen und dann klopft dir auf die Schulter und sagt, ja gut, dass ich am Ball geblieben bin. Das ist für mich die wichtigste Botschaft neben Saraswati hier, die Dankbarkeit. Das wird sehr wichtig in der Zukunft sein. Und wirklich diesen Druck rausnehmen, dass es ganz schnell gehen muss. Vielleicht geht es auch schnell, manchmal geht es auch einem viel zu schnell, aber ich habe jetzt hier eher das Gefühl, es geht eher um das Fließen lassen und das Vertrauen darin. Dann haben wir noch einen indischen Gott. Ja, Einklang. Schenke der Welt dein Lied. Schenke der Welt dein Lied, deine ganz einzigartige Melodie. Hier siehst du Govinda spielen und du bist im Einklang mit dem Universum, wenn du ganz du bist, wenn du nur tust, was du tun willst, wenn du das bist, wenn du auch echt bist, wenn du dankbar bist, wenn du geduldig bist, wenn du demütig bist, wenn du voller Hingabe und Liebe bist, dann bist du in deinem ganz persönlichen Klang und dann antwortet dir das Universum. Du musst niemanden nachmachen, sei du selbst. Ja, alle anderen gibt es ja schon, sei nur du. Das ist auch wichtig. Dann bist du mit dir und deinen inneren Kräften verbunden. Es geht um deinen einzigartigen Klang. Weiß nicht, ob du auch noch musikalisch bist. Aber genau das, was dich persönlich ausmacht, das ist es, was du, wie soll ich sagen, was deine ganz spezielle persönliche Note ist. Und es geht nicht darum,
jemand anders sein zu wollen, sondern deinen ganz persönlichen Ausdruck in diese Welt zu bringen. Ja, also sehr spannend, also die Fülle wird kommen, deine Sensitivität ist wunderbar, du bleibe bitte dankbar und sei ganz du selbst. Dein Projekt wird wachsen, teile das mit der Welt, lass dir vielleicht von Freunden auch helfen, dabei was auf die Beine zu stellen, vielleicht auch nur bei der Planung, bei dem ganzen Management. Und wenn du weiterhin ganz positiv ausgerichtet bleibst und die richtigen Schritte unternimmst, da Webseite, Raum oder wie auch immer, du weißt ja nicht genau, was du machen willst oder Workshops anbieten, bleib positiv, visualisier dir das schon und dann wirst du da vorankommen. Und die Engel nehmen dich eher in die Hand. Ich habe jetzt hier an der Seite noch ganz viele Karten von der geistigen Welt, von Lemurien, von Avalon und Atlantis. Dann haben wir vom Sirius welche und wir schauen jetzt mal nach, was die dir alles noch sagen, was dich unterstützt. Und ganz zum Schluss kriegst du hier eine Jesuskarte. Jetzt schauen wir mal die Karten an. Also, von Lemurien kommt eine Botschaft und die heißt Spiel und Tanz. Das Ganze darf in der Leichtigkeit gehen, denn du gehst jetzt in so einen ganzen neuen Zyklus rein, wo du deine Freude lebst, wo du das Manifestieren tatsächlich umsetzt und es sich im Außen zeigen wird. Und das darf mit Freude gehen. Die Freude und die Leichtigkeit unterstützen das Manifestieren so wunderbar. Also ich krieg wirklich so ein Vision Board, wo du das dann schon siehst und dann schon diese Dankbarkeit und Freude darüber empfindest, über das, was du in der Zukunft tust. Und dir schon vorstellst, dass das jetzt schon da ist. Dann haben wir Thema Gesundheit, wo mich dann gerade nochmal der Darm anlacht und die Reinigung und die Ernährung. Ganz wichtig ist, dass du viel über deine persönliche Frequenz steuerst, wie dein Körper beschaffen ist. Das heißt, ich meine jetzt nicht, wie er beschaffen ist, irgendwie wie er aussieht, sondern wie die Frequenz deines Körpers ist. Vielleicht lässt du das nochmal irgendwie austesten, kinesiologisch oder so, welche Nahrungsmittel dir eher die Energie rauben, als dir mehr Energie geben. Da habe ich das Gefühl, kannst du nochmal sehr viel Unterstützung bekommen, wie du deine Schwingungen reinhalten kannst. Und du wirst dich dann gut fühlen. Hab keine Angst, du wirst nicht Hunger leiden oder so. Du wirst dich gut fühlen mit einer umgestellten Ernährung, die sehr lebendig ist. Dann haben wir von Atlantis den Hinweis, es geht jetzt für dich immer mehr in die fünfte Dimension. Was mich hier sehr anlacht, ist auch die Leichtigkeit, das Kind, der Hund, das Spielen, die lachen alle, die sind alle sehr glücklich, sie sind in der Natur. Es geht immer mehr um die bedingungslose Liebe, um die Bewertung rauszunehmen und auch mit anderen freundlich zu kooperieren, alles, was fürs Allgemeinwohl wichtig ist, zu tun. Das heißt, das, was du jetzt tun willst, das ist ja etwas, wovon viele etwas haben. Du willst ja die Informationen von der geistigen Welt weitergeben und das brauchen wir jetzt. Das heißt, das ist schon mal das Zeichen, ja, das ist richtig, da geht's wirklich hin für dich. Dann von Avalon hier, Glaube. Alles ist möglich, steht hier im Wasser geschrieben. Ja, Morgaine sagt dir wirklich nochmal, dass du jetzt wissen darfst, alles ist absolut möglich. Denke bitte auch so und lade das ein und manifestiere das sehr klar, wie du vielleicht schon deinen Raum hast, schon mit den Menschen arbeitest und vertraue diesen Bildern so. Es ist alles möglich. Und denke da bitte sehr positiv, sehr wichtig. Schauen wir die nächsten Karten an. Ich überlege gerade, warte, ich soll dir noch was vorlesen von Morgaine. Das war jetzt noch wichtig. Alles ist möglich. Ich lese dir dazu einen Satz vor, was sie sagt. Und zwar, so ihr Glauben habt, nicht größer als ein Senfkorn, mögt ihr sagen zu diesem Berge dort, hebe dich von hinnen dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Dies waren die Worte von Jesus, also Glauben versetzt Berge in kurz. Dies waren die Worte Jesus, mit dem Glauben reißt du deine Begrenzungen nieder, mit dem Glauben kannst du die Welt von allem Übel befreien. Sprich nicht klein über dich und deine Möglichkeiten. Sprich nicht negativ über die Welt.
sondern erkenne im Glauben und in der magischen Kraft deiner Worte das Werkzeug zum Erschaffen einer neuen Welt voll Freiheit und Frieden. Genau, es fängt bei dir an, das Gesetz der Resonanz, sehr wichtig. Und die Dankbarkeit, die beiden liegen hier an unterschiedlichen Enden, sehr, sehr wichtig, immer wieder klar auszurichten. Dann kommen wir zu Atlantis, zu den Sirius-Botschaften. Da haben wir einmal The Chariot, und hier haben wir schon wieder den indischen Krishna, der den Wagen zieht. Und also für mich, schau dir doch mal diese Pferde hier an, wie powerful die hier durchs Universum preschen und mit diesem Wagen. Also der Wagen bei dir, der springt jetzt gleich an, und es ist auch hier eine große Arcana-Karte. Das heißt, es ist eine neue Phase jetzt in deinem Leben. Du wirst jetzt auf diesen Wagen aufspringen, und der ist so schnell nicht anzuhalten, dieser Wagen. Die Pferde haben so eine Power, die rennen und rennen und rennen. Ja, da ist so eine Kraft, und wahrscheinlich all die Kraft, die du gerade in den letzten Jahren auch gebraucht hast für andere Projekte, und du hast für deine Familie und so, du hast sehr, sehr viel Kraft. Und wenn es einmal läuft, dann bleibt diese Kraft bei dir und ja, wird so schnell sich nicht aufhalten lassen. Es ist wichtig, sich nicht in irgendwelche Kämpfe verwickeln zu lassen, steht jetzt hier noch bei der Karte. Was ist deine wahre Absicht, wenn du diesen Wagen zum Laufen bringen willst? Ja, ist es eine wirkliche Hingabe, eine Seelenaufgabe, oder ist es ein Ego-Thema? Also ich denke, bei dir ist es tatsächlich ein Seelenthema, warum du das leben möchtest natürlich. Was ist deine wahre Motivation, die diese Pferde hier zum Lospreschen bringt? Vielleicht nochmal gut zum Nachdenken. Dann haben wir noch eine Botschaft. Da haben wir die vier der Kelche. Die Karte ist sehr gut. Sie schaut hier rauf zu diesem Stern und wünscht sich irgendwie nicht da zu sein und sieht gar nicht, was hier sie alles umgibt. Der kleine Delfin hier, der hat einen Kelch vor ihr, und hinter ihr stehen drei Kelche. Die sieht sie aber gar nicht, weil sie irgendwie so Outer Space irgendwie so sich auf diesen Stern konzentriert. Und die Frage natürlich hier bei den Starseeds, ja, wie gut ist die Erdung? Wie gut kann ich sehen, was tatsächlich Gutes um mich rum ist? Nochmal Stichwort Dankbarkeit, Würdigung auch des schweren Weges, den du bis jetzt hattest. Du bist von unglaublichen Schätzen umgeben, und gerade auch deine Sensitivität, das ist ein wahrer Schatz, ja. Und versuche nochmal ganz bewusst dich zu erden. Du wirst auch aus dem Universum Hinweise erhalten, keine Frage. Sowieso. Aber wichtig ist ja, dieses Wissen hier natürlich auf die Erde zu holen. Das lache mich jetzt hier an, ja. Es ist schön, wenn du dieses Wissen hast, aber lass bitte die anderen daran teilhaben. Und ja, dann geht es auch nochmal ein bisschen darum, sich mehr so in die die Menschheit so reinzumischen. Vielleicht weißt du, dass du irgendwie Sternensaat bist und auch wirklich sich noch mehr mit diesen irdischen Dingen zu beschäftigen. Hast du jetzt schon getan, gezwungenermaßen, aber auch gerade deine himmlische Arbeit hier auf diese Erde runterzuholen, das ist so wichtig, brauchen wir. Und dann haben wir hier einen Seelenschmetterling für dich. Visionen und Träume, halte deine Visionen immer klar. Halte sie immer im Fokus, und ich rate dir wirklich, ein Vision Board zu machen, oder komm zu unserem Vision Board im April, am 22.04. Ich nähre meine Visionen, gebe ihnen Zeit und Raum zu reifen, ja, wie das Baby, das wächst langsam und wächst, und du nährst es, indem du immer wieder hinspürst und schon in die Dankbarkeit gehst. Dann haben wir noch eine Info hier von diesen schamanischen Karten. Da kommt die Karte Luft. Luft ist dein Atem. Wunderbare Karte. Da fliegt hier so ein kleines Engelchen oder eine Fee durch den Himmel. Und ich sehe hier, dass das tiefe Atmen und auch das Loslassen mit dem Atmen wichtig ist. Dann auch die Freude mit dem Atem einzuladen und alles wieder so frei werden zu lassen. Diese Luft, dieses Gefühl von: Ich kann durchatmen, ich tue das, was ich tue. Also
Was kannst du mit dem Atem tun? Kannst du irgendwie was tun, wo du bewusst atmest? Also es gibt ja zum Beispiel Atemtherapie, Rebirthing, die atmen, arbeiten auch mit dem Atmen und oder Atem. Irgendwie den Atem noch mehr einladen, bewusst benutzen. Es gibt ja auch den Engelatem, den kennst du bestimmt auch. Ganz wichtig, aber ich kriege auch dieses Loslassen und der pustet so und wirklich auch nochmal das Alte rauslassen. Es dir leicht machen, wie so ein Kind wieder neu zu sein. Bin mir sicher, deine Engel geben dir Hinweise, was du mit dem Atem so tun kannst. Vielleicht ist es auch Yoga oder Qigong. Beim Qigong macht man das auch. Mit dem Atem ist alles im Fluss. Und alles atmet. Ja, die Erde atmet, die Pflanzen atmen, die Tiere, unser Universum atmet ein und aus. Du atmest ein und aus. Alles ist immer in so einem Zyklus, in so einem Rhythmus. Und verbinde dich damit. Das bringt auch Vertrauen, auch gerade mit einem neuen Projekt. Das geht dann ein bisschen voran und dann muss es wieder durchatmen. Dann geht es wieder ein bisschen voran und dann atmet es vielleicht wieder durch. Und was ich auch gespürt habe, immer, dass immer in diesen Pausen immer auch die Kraft wieder wächst, weil man sich dann wieder ausruht. Also es ist wichtig, diese Pausen auch mit Dankbarkeit nehmen zu können, wenn gerade Pausen sind. Also nicht so, oh, jetzt heißt es was Schlechtes, sondern auch zu sagen, okay, jetzt kann ich durchatmen. Danke für dieses Geschenk. Jetzt kann ich gerade andere Sachen machen oder mich erholen, wenn ich sehr viel getan habe, ja? Da ist das Universum schon auch ganz bei dir, indem es das positiv steuert für dich. Und da darfst du ganz arg vertrauen. Dann haben wir noch ein paar Karten, die letzten jetzt hier. Und zwar von den Maya-Karten, die sind auch plejadisch und durchgechannelt und ganz tolle Karten. Da, ach, das ist ja die gleiche. Okay, das Nummer 5, Shikan, die rote Schlange. Ah ja, wo ist sie denn hier, die Schlange? Die sind ja hier im Hintergrund immer so Symbole versteckt. Ich sehe da oben eine Kugel auf der Stirn, eine Frau, die betet, unten wie eine Pyramide. Eine Schlange kann ich nicht sehen, aber ich werde dir erzählen, was diese Karte macht, denn die sind sehr besonders irgendwie. Also ich nehme die auch nicht so oft her, weil die kann man nicht bei jedem nehmen. Aber die kamen jetzt hier bei dir. Also es gibt einmal lichtvolle Anteile und Schattenanteile. Ich lese mal vor, wenn man diese Anteile ins Licht umgewandelt hat von dieser Karte, was das für eine Info ist. Das ist das höchste Wissen der Erde, der Seele, Güte, Liebe, die Priesterin, Segen, Heilerkräfte, Reinheit, Empfänglichkeit, Demut, Bescheidenheit, Überlebensinstinkt, Körperweisheit, Kundalini, innere und äußere Haltung sind eins. Zu seiner höchsten persönlichen Haltung stehen. Wenn das noch nicht erlöst ist, wenn das noch in der Schattenseite ist, dann ist es Skrupellosigkeit, Kälte, Ehrgeiz, Süchte, sexuelle Probleme, Kundalini-Missbrauch, Verwünschungen, Flüche, giftige Gefühle, sich von der Haltung, dem Ausdruck anderer beeinflussen oder dominieren lassen, Erdbeben oder Tsunami. Das ist jetzt dann bei der Erde. Ja. Ich lese dir noch vor, was noch zu dieser Karte geschrieben steht. Also es ist schon eine Karte für Heiler, ja? Also in seine Heilerkraft zu kommen. Die Schlange ist natürlich auch für Heiler, das wissen wir. Also die rote Schlange steht für das heiligste und höchste Bewusstsein dieser Erde. Sie vermittelt das Wissen der Heilung, gepaart mit instinktiver Weisheit. Als Meisterin von Shikan hast du Qualitäten wie Demut, Güte, Bescheidenheit und reine Liebe entfaltet. Deine hohe Präsenz wird sichtbar durch deine äußere Haltung, die ein reiner Spiegel deines Inneren ist. Nutzt du das Bewusstsein der Schlangengöttin nur im mentalen Bereich ohne Liebe, so wird dein Charakter zwar hochintelligent, jedoch kalt und erfolgsorientiert sein. Lebst du die Kraft hingegen in den unteren Siegeln ohne zu lieben, so vergiftet dies deine Gefühle. Oder es führt unweigerlich zu schwerem Suchtverhalten in den verschiedensten Bereichen. Segne die Menschen und den Weg, den sie gewählt haben, besonders jene, die dir Übles wollen. Damit entkräftest du ihre Gedanken und verbindest sie mit der göttlichen Quelle.
Denn eine Wesenheit, die sich von der Quelle ihrer Seele getrennt hat, weiß nicht, was sie tut. Die Schlange ist die höchste Entität dieser Erde. Und nichts geschieht auf dieser Erde ohne ihren Willen, das ist ein Zitat. Falte deine Hände und grüße die große Göttin mit den Worten Namaste. Namaste bedeutet, ich grüße das Göttliche in dir. Wunderbar. Also sehr, sehr viele Informationen kommen hier für dich. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Du kannst es ja auch nochmal anschauen, weil es jetzt hier sehr viel dicht gedrängt. Und vielleicht wirst du jedes Mal etwas anderes im Fokus haben. Demut ist wichtig und alles mit Liebe zu tun, mit Hingabe und das in allen Chakren natürlich. Und das echt zu leben, also dieses hier wieder im Einklang sein, was ich hier schon hatte. Und auch ja, Vertrauen zu dem Rhythmus von dem ganzen Prozess zu haben. Es nicht so sehr kontrollieren zu wollen. Von den Engeln kommt noch ein Gebet für dich. Und hier kommt der innere Vater, der göttliche, die innere Kraft, der göttliche Vater. Lieber göttlicher Vater, ich danke dir dafür, dass du mit mir meine Welt co-kreierst. Also es geht um das Erschaffen und auch hier haben wir die Schlange, hier haben wir auch den, wie heißt er? Shiva? Shiva und Shakti, ich verwechsel die immer. So vom Namen. Ich schaue mal schnell nach, welcher das ist hier von den beiden. Eine ist ja weiblich. Und zwar ist es Shiva, der Hindu-Gott. Der Stärke und der Kraft, der begleitet dich hier. Man sagt auch, er steht für das Männliche, für die Vaterfigur. Und es geht natürlich um das Manifestieren, um die Ausrichtung. Und dass du dir klar bist, dass du immer mit Gott zusammenarbeitest. Natürlich. Und man sagt, wenn wir ja auf dem richtigen Zug aufspringen, dann unterstützt uns das Universum doch spielend leicht. Und so wirst du auch keinen Weg allein gehen. Du bist immer begleitet von der Quelle, von den Engeln. Dann haben wir die Meerjungfrauen auch noch für dich. Bleib optimistisch. Deine Träume werden wahr, steig nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht. Was mich jetzt hier so besonders andacht, warum ich gerade so gelacht habe. Da oben siehst du ja das Schloss und da steht da noch so ein Mann. Also das würde ich jetzt mal als das Projekt sehen. Und sie hängt hier ganz ängstlich hinterm Stein und denkt sich vielleicht so, oh, er sieht mich nicht. Wichtig ist, hupsi, wichtig ist, dass du ganz positiv bleibst, ja? Denn natürlich hat er dich gesehen oder das Projekt hat dich schon gesehen. Der Samen wird aufgehen, das Wunder wird nicht ausbleiben. Bleibe bitte optimistisch, ja? Du hattest jetzt eine lange Pause und das heißt nicht, dass es nicht weitergeht bei dir. Du hast in der Zeit einfach sehr viel gelernt. Dann haben wir noch einen Engel für dich. Und da kommt der Engel der Weisheit. Also du hast ja hier wirklich hohe Begleitung, hohen Begleitschutz, Geleitschutz. Der Engel der Weisheit kommt zu dir und der beantwortet dir eine Frage, die in deinem Herzen schlummert. Er wird sie dir beantworten. Spür einmal in dein Herz hinein. Da wirst du eine Frage haben und der Engel der Weisheit möchte dir diese Frage beantworten. Ja, der kommt ganz nah und sagt dir, was deine Herzensweisheit schon lange weiß. Und dann vertrau bitte, was kommt. Ja, sehr berührend hier. Also, das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Bleibe positiv ausgerichtet. Atmen nicht vergessen. Dein Wagen wird laufen. Ja, wenn du geduldig, aber trotzdem klar ausgerichtet bleibst, dich ausdrückst, den Mut hast, das in diese Welt zu bringen, da kann überhaupt nichts schief gehen. Ja. Und ja, wenn du sagst zwischendurch, was weiß ich, hier, ich habe irgendwie schlechte Gedanken gehabt oder ja, dann denkst du halt noch einen positiven Gedanken dazu. Ein positiver Gedanke hat viel mehr Kraft als ein negativer, ja.
Dann wollte ich nur sagen, sei sanft mit dir. Wir sind alle am Lernen. Jeder macht seine Fehler, obwohl Fehler auch nur Erfahrungen sind und wir dürfen die jetzt nicht so streng bewerten. Ja? Als wir hier auf diese Erde gekommen sind, haben wir uns das ja vorher total einfach vorgestellt. Aber dass man dann sozusagen alles vergisst, dass ich nach und nach wieder alles freischalten muss und dann immer wieder dran erinnern muss im täglichen Leben, das haben wir vorher nicht gewusst. Aber das ist halt dieses spannende Lernfeld Erde. Ich werde dir jetzt noch ein Jesusgebet, weil die sind ja, wie gesagt, die sind so schön gold, seht ihr das, runtergefallen, also diese Pomander, und deswegen sollte da noch unbedingt eine Botschaft von Jesus für dich kommen. Gucken wir mal, was der liebe Herr Jesus, hier kommt eine ganz klar heraus, dir zu sagen hat für deinen Weg als Medium. Hier haben wir: Peace I leave with you, my peace I give unto you. Ja? Frieden habe ich dir gegeben, oder Frieden sei mit dir, oder so heißt es auf Deutsch. Ne? Man kann das googeln, John 14, 27. Das ist ein Bibelspruch. Also Frieden habe ich dir gegeben, Frieden sei mit dir, in dir. Ganz wichtig, friedlich zu sein. Das betrifft wahrscheinlich deine inneren Ansprüche, deine Gefühle oder die Art, wie du mit dir kommunizierst, mit dir selbst. Sei ganz smooth, weich, liebevoll mit dir. So liebevoll, wie du mit deinen Klienten bist. So liebevoll darfst du mit dir sein. Nach jedem getanen Werk darfst du einmal sagen, das habe ich aber gut gemacht. Okay? Nicht die Fehler suchen oder so, sondern sei liebevoll zuerst natürlich mit dir. Okay? Und dann natürlich auch mit deinem Projekt, mit allem, was ist. Sei da ganz friedlich. Genau, also ich finde, du hast jetzt hier sehr, sehr viele Infos bekommen. Es gibt noch mal eine Zeit der Reinigung, Darm, Körper, Glaubenssätze. Und die Dankbarkeit ist das Wichtigste. Das Gesetz der Anziehung zu beachten ist auch natürlich sehr wichtig. Und am Ende dich selber zu leben mit Saraswati, dich auszudrücken. Ich kann es jetzt nicht nochmal rausziehen, weil das alles unten drunter liegt. Genau, die Saraswati ist auch sehr wichtig. Und du hast wunderbare Gaben, auf die wir alle warten. Trau dich raus damit. Die Leute kommen zu dir. Und du kannst es, wie gesagt, visualisieren und schon dankbar sein für alles, was kommt. Und irgendjemand möchte dich noch unterstützen. Halte die Augen offen danach. Ja, denn auch von mir alles Liebe. Ich werde dir jetzt hier noch was, einen Pomander drüber machen, und zwar den goldenen. Der ist nämlich auch für ganz viel Weisheit und Freude. Den werde ich dir noch über dein Kartenbild darüber machen. Ja, und dann einmal zu dir. Der riecht, oh, ganz lecker orangig. Goldener Pomander hast du jetzt nochmal bekommen. Ja, dann alles, alles Liebe für deinen Weg. Ich freue mich über ein Feedback und natürlich auch von den anderen, die es geschaut haben. Sollte das vielleicht für den einen oder anderen auch gepasst haben, freue ich mich natürlich auch von euch über ein Feedback. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Satnam.